zu Robin Alexander, politischer Korrespondent, sehr viel tätig für die Kollegen von Welt und Welt am Sonntag, der ein Buch gemacht hat, das es in sich hatte, Die Getriebenen. Zunächst, Herr Alexander, in der aktuellen Konfrontation mit der Türkei, da geht es ja immer wieder um diesen Flüchtlingsdeal. Und all das hängt ganz eng zusammen mit dem, was Sie so packend und wirklich atemberaubend beschrieben haben. Wie eigentlich ist dieser Deal entstanden? Aus Ihrer Sicht. Der Deal wurde ja immer uns vorgestellt als der Merkel-Plan. Tatsächlich ist die erste Idee von Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble hat Angela Merkel schon im Sommer gesagt, bevor wir das alle auf dem Schirm hatten, dass überhaupt die Flüchtlingskrise kommt, sie muss mit Erdogan reden. Weil die Flüchtlinge ja damals aus Syrien über die Türkei, über den Balkan gekommen sind. Mhm. Und Merkel hat sich genau gegen das lange gewehrt, was sie dann getan hat. Sie wollte sich nämlich nicht in die Hände von Erdogan begeben. Der Grenzöffnung hat die Bundesregierung erst versucht, eine Lösung in Europa zu finden. Wir erinnern uns, da gab es diese berühmten Brüsseler Sitzungen. Und als die anderen Europäer einfach nicht bereit waren, die Flüchtlinge zu übernehmen, die über unsere Grenze gelaufen sind, kam man doch auf Erdogan. Und dann hat Angela Merkel die Politik, die sie vorher betrieben hat, die ja jahrelang eine sehr skeptische Türkei-Politik war, in ihr Gegenteil verkehrt. Privilegierte Partnerschaft, wenn es um EU geht. Genau, das hat sie erfunden, so das war ihr Wort. Sie, den Sie immer wieder beschreiben, nämlich Dieter Roman, das ist der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, also anders ausgedrückt Deutschlands oberster Grenzschützer. Ein Mann, der wirklich was zu sagen hat, der auch weiß, wie man logistisch eine Grenze schließen kann, der all diese Dinge im Griff hat und der auch Bundespolizei in wenigen Tagen an die richtige Stelle bringen kann. Und welche Absicht? Ja, der ist nicht zu uns Journalisten gekommen, sondern der ist tatsächlich ins Kanzleramt gegangen und hatte eine CD, wo man sehen konnte, wie die Flüchtlingsbewegung auf der Balkanroute ist. Also da haben tatsächlich Leute gefilmt. Und dazu konnte er sagen, wie steigen die Zahlen, aber auch wie steigen die Schlepperpreise. Dann war das ja damals eine Situation, wo das Schleppertum, also Kriminalität und staatliches Handeln ineinander floss. Also zum Beispiel die Mazedonier, die haben immer gefragt, die Europäer, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir die alle zurückschicken? Und als die Europäer nichts gesagt haben, haben die Mazedonier dann angefangen, Züge anzumieten aus anderen Ländern, weil sie gar nicht genug Züge hatten, um die weiter zu transportieren in das nächste Land. Und die mazedonische Staatseisenbahn hat das erste positive Betriebsergebnis ihrer Geschichte gemacht, 2015. Die haben das erste Mal Gewinn gemacht. Ja, weil die Flüchtlinge sich ganz brav alle Tickets gekauft haben. Das war ja auch das Besondere. Die Flüchtlinge, die dann kamen im Herbst, die hatten ja gar kein Unrechtsbewusstsein, dass sie da einen illegalen Grenzübertritt gemacht haben. Weil die sind ja von der Polizei weitergewunken worden, die haben sich ja Tickets gekauft. Also aus deren Perspektive haben die ja überhaupt nichts Falsches gemacht. Ganz detailliert um die Geschehnisse am 4.5. September 2015, der Tag dieser berühmten Grenzöffnung. Wie war damals aus der Sicht dessen, was Sie recherchiert haben, die Situation? Ja, das Irre ist, das ist ja vielleicht der wichtigste Tag der deutschen Geschichte der letzten 10 Jahre. Ja. Und das Kanzleramt war unbesetzt. Also die haben morgens sich noch um 8.30 Uhr getroffen in der Leitungsrunde bei Angela Merkel. Haben die Nachrichtenlage besprochen und was so anliegt. Und dann sind sie ausgeströmt. Angela Merkel ist nach Bayern gefahren. War Peter Altmaier, der Chef des Kanzleramts, war auch nicht da. Der war nämlich in Evian, das ist am Genfer See. Da war eine schicke Managertagung. War im Kanzleramt gewesen. Also wenn man sich Deutschland als ein Schiff vorstellt, dann war in dem Sturm war die Brücke leer. Hätte man das wissen müssen. Ich wollte gar keinen Vorwurf machen. Ich wollte nur, Nein, ich frage Sie, wie in meinem Buch immer erzählen, was gewesen ist. Nein, aber ich frage Sie, hätten die das wissen können? Dass sich in Ungarn eine besondere Lage aufbaute, das war eigentlich bekannt. Wenn wir uns erinnern, das haben ja, glaube ich, auch die Zuschauer mitbekommen, da gab es diesen Bahnhof, wo der Orbán die Flüchtlinge hingelockt hat. Dann haben die keine Karten mehr bekommen, Fahrkarten. Und dann sind die ja losgelaufen über die Autobahn. Und dann hat Orbán ja auch nicht bei Merkel angerufen, Orbán hat bei Faymann angerufen. Das war beim damals österreichische Bundeskanzler. Und der Faymann hat erst so getan, als wäre er nicht da. Er hat den Leuten sagen lassen, er wäre nicht da und er könnte Orbán morgen früh zurückrufen. Und dann haben die Ungarn Druck gemacht und haben gesagt, die Flüchtlinge laufen über die Autobahn. Ihr habt uns beschimpft, als wir sie zurückgehalten haben. Wollt ihr sie jetzt haben? Und dann hat der Faymann die Idee gehabt, die Merkel reinzuziehen. Und dann hat Faymann Angela Merkel angerufen. Und dann wurde aus dem Kanzleramt in Wien eine Leitung gemacht zum Kanzleramt in Berlin. Nach NRW, wo Merkel ja war, in der Flora, dem Botanischen Garten in Köln. Den wir gerade zitiert haben. So. Ja. Und da bekam Merkel dann gesagt von Faymann, Orbán sagt, da sind Leute auf der Autobahn. Aber zu keinem Zeitpunkt wusste man, wie viele, wie geht's denen wirklich. So. Und dann wurde diese humanitäre Entscheidung schon zurück in Berlin, dass Frau Merkel auch nicht ins Kanzleramt gefahren, sondern in ihre Wohnung, ist die Entscheidung getroffen worden, wir lassen diese Leute von der Autobahn rein. Eine Entscheidung, die ich super gut nachvollziehen kann. Ich meine, warum soll man die da auf der Autobahn von der Polizei aufhalten lassen? Ich glaube, bis heute würden 100% nahezu aller Deutschen würden sagen, das war damals die richtige Entscheidung im richtigen Moment. Exakt. Ein humanitärer Akt. Nur
der Deal war, der Faymann nimmt die Hälfte und die Merkel nimmt die Hälfte. Und die sind alle nach Deutschland gegangen und immer mehr. Und es war eine Ausnahme. Also es wurde sofort gesagt, es ist eine Ausnahme. Orban und Merkel haben ein Kommuniqué rausgegeben, da stand drin Ausnahme. Ausnahme, Ausnahme. Mhm. Nur niemand hat dann irgendwann gesagt, so, Ausnahme ist jetzt zu Ende, jetzt gelten wieder die Regeln. Und darum ist aus dieser Ausnahme, die für einen Tag geplant war, sechs Monate geworden bis zur Schließung der Balkanroute. Also ein Ausnahmezustand, wenn Sie so wollen. Wann wurde denn dem Kanzleramt der Ernst der Lage tatsächlich bewusst? Na, ich glaube, Merkel hat schon an dem Tag verstanden, dass jetzt was Besonderes passiert ist. Sie hat auch noch in der Nacht alle europäischen Führer angerufen aus ihrer Privatwohnung und gebeten, könnt ihr uns Flüchtlinge abnehmen? Und teilweise haben die das auch gemacht. Also die Dänen, die Franzosen, die Luxemburger haben allerdings sehr geringe Anzahl gesagt, kommt zu uns. Mhm. Nur dieser Sog, der dann entstand, dass die alle nach Deutschland wollten, der war nie geplant. Mhm. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Wer hat denn diese Grenzöffnung, die ja, und auch das ist ja interessant, die ja bis heute offiziell keine ist? Bis heute ist ja die deutsche Grenze offiziell nicht geöffnet. Ja, sehen Sie, das ist ja ein bewusstes Missverständnis. Das ist eigentlich ein Wortspiel. Weil es ist ja klar, dass wir, wenn wir Grenzöffnung sagen, nicht von Grenzöffnung für Österreicher und Italiener reden. Mhm. Aber es war eine Grenzöffnung für die Flüchtlinge. Mhm. Wie ja schon gesagt, aus guten Gründen. Weil eigentlich war ja die Regel, die Flüchtlinge müssen in dem EU-Land bleiben, wo sie ankommen. Und das wäre in dem Fall Ungarn gewesen. Und der Orban hat ja auch gesagt, wollt ihr sie haben? Also die Frage war, wird die Grenze geöffnet für Flüchtlinge? Und wie gesagt, ich argumentiere, das war gar nicht das Problem, die humanitäre Tat. Das Problem war, dass man dann in einen Sog kam, wo die Grenze tatsächlich ein halbes Jahr lang offen war. So, wer hat diese Grenzöffnung, nennen Sie jetzt einfach mal so, wer hat das koordiniert? Na, die Entscheidung hat die Bundeskanzlerin getroffen. Aber Sie sagen, das war unter anderem Peter Altmaier. Muss man sich das so vorstellen, dass Peter Altmaier in einem Hotelzimmer irgendwo am Genfer See sitzt? Also Peter Altmaier müssen Sie sich vorstellen, Peter Altmaier ist der gute Geist der Bundesregierung, der immer organisieren muss, was entschieden wird. Nun war der ja nicht im Kanzleramt, sondern der war in diesem Nobelhotel am Genfer See und saß da in seinem Hotelzimmer und hat eine Telefonkonferenz gemacht mit dem Chef der Staatskanzleien. Also jedes Bundesland hat ja seine Regierung und jede Regierung hat wieder einen Chef der Staatskanzlei. Mhm. Und das waren ja dann 16 Leute plus Altmaier, also 17 Leute. Mhm. Und die hat er von diesem Hotelzimmer am Genfer See angerufen und hat dann gesagt, da kommen Flüchtlinge und die müssen verteilt werden. Und das ist auch etwas, was ehrlich gesagt bewundernswert gut gelaufen ist, weil das waren ja Menschenmassen. Unfassbar. Und dass die dann wirklich nach NRW und in andere Länder verteilt wurden, das hat Deutschland ganz gut hingekriegt. Definitiv. Und jetzt der ganz entscheidende Punkt. Sie sagen, und das ist etwas, was ich so noch nicht gelesen und auch noch nicht gehört habe, Sie sagen, es gab von Anfang an, gab es nach diesem Ungarn-Wochenende den Plan, diese Grenze wieder zuzumachen? Ja, es war ja, es bleibt eine Ausnahme. Mhm. Nur es wurde nicht beschlossen, wann endet die Ausnahme. Und dann, nach diesem Wochenende, Sie erinnern sich, dann kamen die Selfies, dann kam sozusagen, dann rollte eine große Welle. Wir waren übrigens alle begeistert und haben gesagt, epochale Tat von Frau Merkel, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Ja. Und dann merkte man aber, dass es einfach logistisch nicht mehr zu bewältigen ist. Also man wusste nicht mehr, wo man die unterbringen sollte. Man hatte keine Feldbetten mehr, man hatte keine Turnhallen mehr. Mhm. Also so. Und dann haben die Kommunalpolitiker und dann die Landespolitiker gesagt, wir brauchen eine Lösung. Und dann ist erwägt worden, tatsächlich Flüchtlinge zurückzuweisen, um einfach diesen Sog zu kappen. Und da gab es eine entscheidende Telefonkonferenz, die war am 12. März, der führenden Politiker der Großen Koalition, wo gesagt wurde, wir machen Sonntag Grenzkontrollen, gab es ja vorher nicht, und wir weisen auch bestimmte Flüchtlinge zurück. Also wir senden ein Signal, dass nicht mehr jeder kommen kann. März kann es nicht gewesen sein. Entschuldigung, September. September, ja. Entschuldigung. Weil wir jetzt gerade im März sind. Ja. Mhm. Also 12. September diese Telefonkonferenz. Genau, und daraufhin sind ja auch Bundespolizisten an die Grenze gekommen. Also das wurde alles logistisch vorbereitet. Das war alles materiell da. Das sind mit Hubschraubern Polizisten von Hamburg an die Alpen geflogen worden, an die österreichische Grenze. Hunderte oder wie muss man sich das natürlich. Das ist ja, wenn Sie sich die deutsch-österreichische Grenze vorstellen, das ist ja keine Lappalie. Also da hatten alle Bundespolizisten der Republik Bereitschaftsdienst. Ich frage deswegen nach, weil man der Öffentlichkeit ja häufig erzählt hat, so eine Grenze kannst du überhaupt nicht schließen. Ja, das ist meiner Meinung nach, das hätte man nicht sagen dürfen, weil es lag sogar der materielle Einsatzbefehl vor. Also der war schon ausgedruckt, der hätte nur noch ausgestellt werden können. Und von wem kam der? Na, der hat die Führung der Bundespolizei geschrieben. Aber aufgrund von politischen Anweisungen. Die Bundespolizei macht ja nicht, was sie will in Deutschland. Mhm. Von wem?
Also im Zweifel Innenminister? Ja, Thomas aber die entscheidende Sitzung im Innenministerium war einen Tag später, 14 Uhr, entscheidende Sitzung Innenministerium unter Leitung des Innenministers Thomas de Maizière. Wie führen wir es konkret durch? Und also es ging um die Frage, wie schließen wir jetzt wieder diese Grenze? Es ging um zwei Fragen. Einmal Grenzkontrollen einzuführen, das gab es ja vorher gar nicht. Und dann, wen weisen wir zurück? So. Und in dieser Sitzung, als sozusagen der konkrete operative Plan besprochen wurde, kamen Bedenken auf. Da haben Beamte aus dem Ministerium gesagt, können wir das überhaupt machen? Gibt das Europarecht das her? Das ist etwas kompliziert, das deutsche Recht, Europarecht überlagert sich, das ist so eine Spezialfrage. Mhm. Also da tauchte eine rechtliche Debatte auf. Und dann hat Thomas de Maizière den Raum verlassen und er hat telefoniert. Und ich glaube, er hat mit Angela Merkel telefoniert. Und ich glaube, er hat sie gefragt, was soll ich tun? Und dann kam er in die Sitzung zurück. Und dann hat er gesagt, was machen wir denn, wenn wir die Leute nicht zurückweisen können? Was machen wir, wenn die Flüchtlinge auf die Grenze zulaufen? Und daraufhin konnten ihnen die Polizeiführer keine Antwort geben. Und das Ende vom Lied war, der Befehl, der vorlag, materiell, wurde umgeschrieben. Und zwar wurde er so umgeschrieben, es gab Kontrollen, also danach ist kontrolliert worden. Aber wer gesagt hat, er möchte Asyl beantragen, kam weiter rein. Und am Anfang dachten die Flüchtlinge, sie können nicht mehr kommen, aber nach einer Woche hat es sich rumgesprochen und dann ging der Fluss weiter. Und in dieser entscheidenden Sitzung ist halt der Befehl anders gegeben worden, als es vorher schon politisch besprochen worden war. Ich muss da noch mal nachhaken, weil das ein ganz zentraler Punkt in der ganzen Geschichte zu sein scheint. Ja. Also vielleicht sogar der entscheidende Punkt, diese Sitzung eine Woche später. Wer sitzt da zusammen? Wie muss man sich das vorstellen? Was ist das für ein Raum? Was ist das für ein Ort? Stellen Sie sich vor, das Innenministerium hat ein Lagezentrum. Da sitzen die zusammen, zum Beispiel, wenn Entführungen sind, wenn Terroralarm ist, so. Das ist ein Raum, ist ein Konferenzraum, da stehen so ganz normale Tische, ganz viel Elektronik, große Bildschirme hängen da, da führen die auch alle halbe Jahr mal die Journalisten durch. So, und da war der Minister, dann hat er Staatssekretäre, dann hat er Abteilungsleiter, Beamte und Polizeiführer. So, und die besprechen und dann... Und von politischer Seite, wer war da dabei? Naja, Thomas de Maizière ist ja der Minister und seine zwei parlamentarische Staatssekretäre, das sind CDU-Politiker. Mhm. Also das ist sozusagen dann die Spitze des Ministeriums. Was mit dem Koalitionspartner, was mit der SPD? Der Koalitionspartner hat daran nicht teilgenommen. Aber Thomas de Maizière hat sich in seinen Telefonaten auch bemüht, die Meinung der SPD einzuholen. Die wie war? Die SPD wollte die Grenzschließung und die Zurückweisung auf jeden Fall nicht gegen den Willen von Angela Merkel mit anschieben. Das hätten sie, glaube ich, lieber der CDU selber überlassen. Was heißt das denn? Also die waren eigentlich dafür und haben sich nicht getraut, diejenigen zu sein, die sozusagen möglicherweise die schlimmen Bilder verursachen? Wissen Sie, wenn Sie sich zurückdenken in diesen September, da hatten wir ja eine öffentliche Meinung, die sehr positiv war, die das eine epochale Tat fand. Mhm. Und auf der Fachebene gab es Skepsis. Und diese Skepsis wussten auch die Parlamentarier und von allen Parteien. Und in der SPD gab es damals das geflügelte Wort, wir haben schon für die CDU die Agenda-Reform gemacht, wir können für die CDU nicht auch noch die Grenze schließen. Das heißt, man wollte sich nicht zweimal die Finger verbrennen, auf gut Deutsch. Das heißt, die haben sich... Generell, es wäre damals eine unpopuläre Tat gewesen. Mhm. Und davor haben verschiedene Politiker zurückgeschreckt. Mhm. Ich meine, man entwickelt doch in einem solchen Lagezentrum, entwickelt man ja Szenarien. Da überlegt man sich doch, was passiert. Was passiert, wenn wir wirklich die Grenze zumachen? Was waren denn die Szenarien, die da entworfen wurden? Ja, auf jeden Fall war auch die Rede, halten wir die Bilder aus. Weil man dachte, was passiert, wenn die Flüchtlinge merken, die Grenze wird geschlossen, dass es so eine Art letzten Ansturm auf die Flüchtlinge gibt. Wie reagiert dann ein deutscher Polizist, wenn Flüchtlinge auf ihn zulaufen, vielleicht Frauen mit Kindern auf dem Arm? Und darauf konnte keine Antwort gegeben werden. Und das war ein Teil der Entscheidungsfindung, warum man das damals nicht getan hat. Wer hat im entscheidenden letzten Moment, Sie sagen, das war alles da, logistisch war auch alles da. Dieter Roman, dieser oberste Grenzschützer, hat ja alles sozusagen bereitgestellt. Man hätte im Grunde auf den Knopf drücken müssen und sagen müssen, das machen wir jetzt. Das setzen wir jetzt um. Wer hat im entscheidenden Augenblick Abstand davon genommen? Die Entscheidung hätte der Innenminister treffen müssen. In unserer Verfassung gibt es eine Ressortverantwortlichkeit. Also Thomas de Maizière hätte das tun können und wenn man so will, auch wenn man der Meinung ist, auch müssen. Er hätte es auch machen können, ohne noch mal Rücksprache zu halten? Ja, natürlich. Er ist ja nicht von Frau Merkel angerufen worden. Er hat aus der Sitzung telefoniert mit Frau Merkel. So, war bei dem Gespräch nicht dabei. Mhm. Aber augenscheinlich ist ja nicht die Entscheidung getroffen worden, Flüchtlinge zurückzuweisen. Also weder der Innenminister noch die Kanzlerin haben die Entscheidung getroffen. Das finde ich auch die etwas bittere Pointe dieses Tages.
die Grenze offen zu halten, war an dem Tag keine Entscheidung. Es war eher der Verzicht auf die Entscheidung, sie zu schließen. Das meine ich. Und das ist eigentlich das, was ich dann tatsächlich so faszinierend fand, wenn man das dann wirklich mal minutiös liest, so wie Sie das recherchiert haben, die ganze Chronik sich mal so vor Augen führt, dann wird dir klar, die Situation, die dann daraus entstanden ist, auch der Riss, der teilweise fühlbar durch dieses Land ging, mit erbitterten Debatten, teilweise quer durch die Familien, all das geht nicht zurück auf eine einsame Entscheidung, sondern es geht zurück auf die Tatsache, dass Menschen nicht entschieden haben. Kann man das so sagen? Das ist auf jeden Fall für diesen Tag richtig. Und das ist auch das, was ich zeigen wollte. Und deshalb habe ich auch diesen Titel Die Getriebenen gewählt, der ja ausdrückt, dass die entscheidenden Leute auch dann in einer entscheidenden Situation passiv waren. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Wie ist es dazu gekommen, dass Angela Merkel nicht irgendwann gesagt hat, pass auf, das war eine Ausnahme, das hat sie ja vorher auch mehrfach betont, das war eine Ausnahme, wir ändern diesen Zustand jetzt. Hat sie das deshalb nicht getan, weil sie getrieben wurde aus Bayern oder auch aus anderen Ecken des Landes? Oder hat das tatsächlich, liegen dem sozusagen humanitäre Entscheidungen zugrunde, moralische, was auch immer? Na, ich glaube, der Grundimpuls, als sie die Leute auf der Autobahn gesehen hat, der war humanitär, den würde ich auch niemals absprechen. Danach war natürlich ein Problem, Horst Seehofer hat das ja auf diese prinzipielle Ebene gezogen. Das war ja dann ein Machtspiel. Ne? Mhm. Also, wenn man so. Und das ist für Politiker ja immer schwierig. Frau Schwarzer hat gesagt, Männer können nicht das Gesicht verlieren, Frauen in politischen Entscheidungssituationen manchmal auch nicht. Es wäre ein Akt des Gesichtsverlusts geworden, wenn man diese Entscheidung zurückgenommen hätte. Und dann wurde ja draufgesetzt, man könne die Grenze gar nicht schließen. Dann wurden alternative Lösungen gesucht und so hat sich das entwickelt.